Gut, dass ich so viel Redstone habe. Das werden wir nämlich auch brauchen. Wir brauchen vor allem Redstone-Leiter oder wie heißen? Verstärker-Leiter. Okay, hier kommt irgendwie nichts mehr. Waren das alle? Hä, niemals, oder? Na gut, ich komme irgendwann hier raus. Also mache ich einfach weiter. Die brauche ich auch nicht als in der Hand halten. Ich mach mal so. Gut, mit dem Trinken muss ich dann jetzt einfach ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versehentlich... Oh. Wir müssen vor allem aufpassen, dass uns hier nichts spawnt. Aber ich glaube, wenn ich einmal durchgebrochen bin... Ah, guck... Wow. Na, toll. Dafür bin ich gucken gegangen. Herrlich. Okay. So, gut, theoretisch. Aber wir brauchen nicht noch eins. Wir brauchen nicht noch eins. 6 Stück reichen. So. Ja. Gut. Dann... Können wir die schon mal alle wegmachen? Denn da kommen unsere Cobblestones hin, unter die die Pistons kommen. Wir brauchen dann auch noch eine Menge Pistons. Und mir bleibt eh nichts anderes übrig, als den ganzen Spaß hier jetzt auszuhöhlen. Ob ich will oder nicht. Bis hier hinten hin. Und ja eigentlich auch noch einen tief, ne? Und einen hoch. Oh je. Oh, Kohle. Oh, das kann dauern. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber das gehört dazu, ne? Dafür haben wir es am Ende ordentlich und funktional. Funktionell. Es funktioniert auf jeden Fall. Behaupte ich jetzt einfach. Also ich meine, unser Testprojekt hier funktioniert. Also müssen ja alle anderen auch funktionieren. Wie man dann den Zentralschalter macht, muss man dann sehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wobei, es könnte schwierig werden, beides zu haben. Einen Zentralschalter und einzelne. Vielleicht gehe ich erstmal auf einzelne. Dass jedes unten quasi einen Knopf zum Drücken hat. Und dann gucken wir weiter. Das ist der Plan. Muss ich das eigentlich auch abreißen? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Oh je, die Schafe ist auch gleich schon wieder broke. Wenigstens kommt jetzt hier mal Licht rein. Ah, guck mal, wir sind schon gleich durch. Ich glaube, hier müsste ich gar nicht mehr machen, aber ich mache es einfach der Ordnung halber trotzdem. Kramen uns einmal bis ins Freie. Und dann zimmern wir das hier später wieder zu. Oder gucken mal, vielleicht machen wir hier ein kleines... Vielleicht bauen wir hier irgendwas dran. Mal schauen. Wir sammeln auf jeden Fall wieder gut Erde. So, die Reihe muss auch noch weg. Zum Glück geht das mit den Eisenschaufeln inzwischen relativ zügig. Weil sonst würde das Ganze hier echt Jahre da... Ups, da habe ich aus Versehen einen Weg platziert. Oh. Ach, das geht schneller, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Ich dachte, hier sitzen wir jetzt eine halbe Stunde dran, aber ich glaube, es geht. Ratzi fatzi. So. Eine Schaufel brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder, weil das ist schon wieder unsere letzte. So, jetzt nach oben gucken und trinken. So, diese 4 Wände sind es noch. Jetzt ist die Frage, mache ich alle auf einmal, ne? Ja, das wird jetzt der härteste Brocken. Ja, da werden wir noch ein paar Schaufeln brauchen, leider. Wie gesagt, eigentlich muss dann noch der Boden raus.
Aber das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Hauptsache, wir haben erstmal Platz und können konzipieren. So, hier einmal. Zack. Mein Gott, wir werden wieder so viel Erde haben, ne? Aber kann ja nicht schaden. Es kann nie schaden, von etwas viel zu haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh! Hallo Welt! Hier geht's wohl ins Freie. Tja, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber ihr habt's gut. Oh nein. Ihr habt's gut, ihr könnt ja einfach skippen. Ich muss mir die Scheiße geben hier. Ah, das Eisen hatte ich weggebracht. Ja, und wir haben schon wieder sehr viel Erde hier. Und 44 Eisen. Was sehr nice ist. Guckt euch mal, wie viel Erde wir hier abtragen. So, den Mist tue ich auch mal hier rein. Die leeren Glasflaschen kann man eigentlich mal voll machen. So. Das brauchen wir. Und da ich die Stöcke scheinbar hier reingebracht habe oder was? Ne, keine Ahnung, wo ich die Stöcke hingebracht habe. Die habe ich da hingelegt. Ach, verdammt. Ach Mann, was mache ich denn? Eins, zwei. Achso, eins. Zwei, drei. Dann machen wir gerade noch eine Spitzhacke. Die ist nämlich auch gleich broke. So, dann gehe ich kurz pennen. Guck mal kurz nach den Tierchen. Oh Gott, die Schweine. Oh Gott. Oh je. Schnell weg. Da muss ich mich bald mal drum kümmern. Nur nachts schlafen. So, euch brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Die Flaschen kann ich gerade noch auffüllen gehen. Bevor es Nacht wird. Tintenfischmister brauche ich auch nicht. Baller ich mal hier rein. Schlamm brauche ich auch nicht. So. Okay. Da mal kurz ins Betty. Mau, du sitzt ja da oben und guckst mir ins Gesicht. Direkt einen trinken hier. Nochmal einen auffüllen. Warum geht er dann immer dahin? Auch egal. So, und dann wird weitergezimmert. Aber ich glaube, so lange dauert es nicht mehr. Toll. Ja, guck mal, wir sind gleich durch eigentlich. Ging eigentlich echt relativ zügig. Ich hätte gedacht, wir brauchen länger. Ich meine, gut, der Boden ist noch nicht raus. Die Decke theoretisch auch nicht, ne? Wir wollen das ja schon am Ende auch schön haben hier. Und nicht irgendwie so halbherzig. Legt da schon Wert drauf. Dass das richtig gemacht wird. Will da am Ende auch stolz drauf sein. Und wenn ich das jetzt so halbherzig hier hinzimmer alles... So, das sind die Felder, die müssen bleiben, ne? Ja. Die bleiben, wobei man die hier theoretisch... Oh nein. Hä? Ach, ich bin so dumm. Hier kommt quasi... Ah, okay, okay, okay. Ich habe das vorhin falsch gedacht, als ich das gebaut habe. Ich dachte... Ups. Ich dachte, hier kommen die Blöcke, die Pistons rein, aber die kommen ja hier drunter, logischerweise. Weil das muss ja weggehen. Hier kommt ja das Wasser rein. Stimmt ja.
Seht ihr, habe ich wieder einen Denkfehler gemacht. So, ich kann ja auch hier unten rein. Aua. So. Oh, weiter abtragen hier. Hier unten kann man ja dann vielleicht noch so ein kleines Arbeiterlager hinmachen oder so. Wo die so Zimmerchen haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwas fangen wir hiermit noch an. Wenn wir jetzt hier so das abgetragen haben alles. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Können wir mal schauen. Oder wir bauen eine große Glasfront hin, damit man unsere Redstone-Kunst erblicken kann. Das wäre auch eine Idee. Und ein Getreidelager. Ja, das könnte man machen. Ein Getreidelager könnte man hier noch bauen. Naja, mir fällt da schon noch irgendwas ein. Vielleicht fällt euch ja auch was ein. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Sagt eigentlich die Uhr 5 nach. Okay. Ah ja, noch ein bisschen Zeit. Das war's mit der... Ah ne, ich dachte gerade, die Schaufel wäre kaputt gegangen. Aber stimmt gar nicht. Habe ich mich verguckt. So. Perfekt. Der kann noch dahin. Zack. 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 So. Hier brauche ich theoretisch nichts drunter setzen. Die gehen genau immer bis... da drunter, dann ist einer frei. So, ich bringe jetzt hier einfach hoch meine Lampe an. Damit wir mal kurze Zeit hier Licht haben. Das bauen wir dann später ordentlich mit dem Licht. Jetzt will ich hier nur schnell die Dinger platzieren, weil da drunter muss ich ja jetzt nichts bauen. Das ist ja Quatsch. Ja, nur damit die Schaltkreise funktionieren. Das sind immer 4. Das heißt, einer noch. So. Genau. Hier kommen dann Blöcke immer drauf. Ah, ne, auf den links und rechts nicht. Zack, zack, nur... Hä? Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Aber warum? Oh nein, ich ahne Böses. Oh nein. Ich ahne Böses. Oh Gott, das kann ja was werden. Ah. Ja. Okay. Das System funktioniert so nicht. Das kann alles weg. Das müssen wir komplett umkonzipieren. So. Nämlich. Wenn wir das hier rüber gehen lassen, dann muss das quasi so sein. Weil es muss ja hier an jeden einer drankommen. Und das wären ja hier 1, 2, 3, warte mal. 1, 2, 3, 4. Aber hier ist ja schon Wand. Warum? Ich habe doch 4 Blöcke das Feld. Hä? 4 Blöcke, ja? 1. Oh Mist. Toll, die Hacke ist kaputt. Jetzt bin ich gerade maximal verwirrt. Hier sind die Pistons. Dann ist doch einer Platz. Und dann kommen wieder 4 Pistons. Aber warum ist dann hier das? Das macht ja keinen Sinn, weil darunter würde ja das Wasser fließen, theoretisch. Ach, Kacke. Das muss mir jetzt... Hä, wo ist mein Fehler gerade? Irgendwas ist falsch. Hier ist kein Pisten drunter. Hier würde wieder ein Pisten kommen. Pisten kommen, Pisten kommen, Pisten kommen. Pisten, 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 Pisten.
Hä? Wisst ihr was? Ich muss das einfach schon bauen. Ich check's sonst nicht. Hier sind die Pistons. Das heißt... Ja gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Hier nicht. Ich reiß nochmal alles ab. Das muss ich mir jetzt gleich in Ruhe einmal angucken, wenn ich das nebeneinander gebaut habe. So. Nochmal ganz von vorne. Also hier... Hier müssen die vier Pistons drunter. Das heißt, hier muss auch ein Piston hin. Zack, 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 zack. Das sind die vier Pistons. Und dann ist der immer frei. Okay, verstehe. Dann muss man den von der anderen Seite irgendwie bewirtschaften. Okay. Hier kommen jetzt Pistons drauf. Die ich aktuell nicht besitze. Glaube ich. Oder? Nee, wie gingen nochmal die klebrigen Pisten? Da muss ich eh reingehen, weil ich brauche die Slimeballs. Oh, so viele Slimeballs haben wir gar nicht, um so viele klebrige Pistons zu machen. Da müssen wir nochmal welche farmen gehen, glaube ich. Na? 5 Stück. So, Pistons. Kann ja hier nochmal eingeben. Pisten, das war der Sticky Pisten. Ja, toll. Redstone, Eisen... Redstone, Eisen, Cobblestone. Kolben. Klebriger Kolben. Schon mal einer. 4 Stück brauche ich. Okay, zeig mal kurz nochmal das Rezept für den Kolben. Warum kann ich den jetzt nicht mehr herstellen? Weil ich kein Holz mehr habe. Okay. Holz hatte ich hier aber auch nicht drin. Und hier auch nicht. Das heißt, ich muss eh kurz zurück. Wir bauen Holz. Oh Leute, da habe ich mir was vorgenommen. Da habe ich mir was vorgenommen. Das wird komplizierter, als ich dachte. Vor allem, wir haben gar nicht mehr so viel Holz. Wir haben Fichtenholz. Muss erstmal reichen. So. Dann einmal das Rezept, bitte. Holz hier oben hin. Mehr können wir nicht machen. Warum? Ach so, deswegen. So, 9. Wir brauchen aber, glaube ich, noch mehr. Huch. So, 11. Dabei belasse ich es erstmal kurz. Weil wir können jetzt eh nur 4 damit machen. Ist gerade dunkel. Wird gleich schon wieder dunkel. Ich muss das jetzt einfach einmal platzieren, um das zu sehen. Sonst raff ich nicht, was ich hier machen muss. So. Das habe ich nämlich schon... Nee, verdammt, das war doch richtig. Ach, ich bin so blöd. Hier müssen die Pistons hin. Das heißt, das muss mal kurz weg, bitte. So, dann müssen hier die Pistons hin. 1, 2, 3, 4. Auf die kommt dann Cobblestone. Genau. Okay, dann gehen wir schnell schlafen. Oh je, das kann ja was werden. Ich bin so froh, wenn wir das geschafft haben. Ich glaube, es ist das größte Projekt, was ich bis jetzt hatte. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, gut, das Haus war auch ein großes Projekt damals. Damals, sag ich schon. Das erste Haus, sowie auch das zweite, unsere Eisenfarm. Aber ich glaube, das hier ist jetzt das größte Projekt, was wir bis jetzt hatten. Ah ja, mal sehen. Ich hoffe, das klappt alles, so wie ich mir das vorstelle. So. Hier kommen dann quasi Blöcke. Zack, 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 zack. Denn da kommt ja das Eisen, logischerweise. So. Ernsthaft jetzt? Boah.
Da nochmal rein Kabel holen. Und hier vor allem mal ein Tor schließen, haben wir nichts offen gelassen. So viel haben wir gar nicht mehr. Nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Müssen wir bald mal wieder welchen holen in unserem. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in unserem verbotenen. Da darf eigentlich keiner wissen, was wir da machen. Wir roden einfach alles ab, um an Steine zu kommen. So, runter, zack. Okay. So, das bedeutet, wir können das so lassen, wir müssen nur so machen. Die sind dann immer frei. Ja, direkt daneben geht es wieder weiter. 1, 2, 3, 4. Genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Da kommen überall die Pistons drauf. Genau. So, und dann ist das Problem, wie versorgen wir die Pistons? Erstmal hier wird zugemacht. Machen wir mal Erde. Ah ne, da kommt Cobblestone hin. Der kommt weg.